Kluge Raketen wolle er nach Syrien schicken, denen die russische Luftabwehr nichts anhaben könne, so Donald Trump in seiner Reaktion auf einen mutmaßlichen erneuten Giftgasangriff, dieses Mal auf die Stadt Duma in der Nähe von Damaskus. Schon wird von Kriegsgefahr geraunt, wobei eine solche Konfrontation so ziemlich das Letzte wäre, was der Nahe Osten jetzt gebrauchen könnte. Giftgasattacke in Syrien, wie reagiert Trump? Der Titel, liebe Zuschauer, der heutigen Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Harald Kujat ist bei uns, General AD der deutschen Luftwaffe, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und von 2002 bis 2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Gesine Dornblüt ist bei uns, von 2012 bis 2017 Russland-Korrespondentin des Deutschlandradios. Professor Christa Garrett ist Professor für Amerikanistik an der Universität Leipzig. Schließlich Professor Günther Meyer. Sie sind Leiter des Zentrums zur Forschung oder für die Forschung zur arabischen Welt an der Universität in Mainz. Liebe Zuschauer, bevor wir hier mit der Diskussion beginnen, wollen wir noch einen Blick werfen auf das, womit sich Donald Trump erwiesenermaßen am liebsten beschäftigt, mit dem Twittern. Da hat er ja gestern einen Tweet losgelassen, den wollen wir noch mal einblenden. Er schreibt, Russland hat ja gedroht, alle Raketen, so wie es hier zu lesen ist, abzuschießen, die Richtung Syrien gefeuert wird. Mach dich bereit, Russland, schreibt er weiter, weil sie werden kommen, diese Raketen. Nett und schön und neu und klug. Ihr solltet euch nicht, solltet keine Partner sein, schreibt er weiter, von einem mit Gas tötenden Tier. Damit ist Bashar al-Assad gemeint, der syrische Staatschef, der seine Bevölkerung umbringt und sich dabei auch noch wohlfühlt. Dieser Tweet hat gestern die Welt in helle Aufregung versetzt. Heute hat er einen Tweet nachgeschoben und jetzt klingt das eigentlich alles schon wieder ganz anders. Ich habe nie gesagt, schreibt Donald Trump in diesem Tweet, ich habe nie gesagt, wann wir losschlagen werden. Das kann früher sein oder später. Wir haben ja Syrien vom IS gesäubert und dafür könnte man uns jetzt erstmal dankbar sein. Herr Kujat, wenn wir diese beiden Tweets gestern und heute von Donald Trump nebeneinander halten, denkt man an das Sprichwort, bellende Hunde beißen nicht. Liegt dieser Fall hier auch vor? Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich denke, Donald Trump hat sich mit seinem ersten Tweet selbst unter Zugzwang gesetzt. Er muss also in irgendeiner Form liefern. Und er hat gerade dieses Zögern und seines Vorgängers ja ständig kritisiert. Nein, zwischen den beiden Tweets liegen offensichtlich Gespräche, die er geführt hat mit seinem Verteidigungsminister und seinem Generalstabschef, die ja bekanntermaßen sehr besonnene Politiker und Militärs sind. Und die haben möglicherweise doch einen etwas größeren Einfluss auf ihn, als man vermuten könnte. Was er gestern noch befürchtet hat. Ja. Herr Garrett, dieser erste Tweet, den wir da jetzt gerade im Bild auch gesehen haben, dass er Russland so droht, macht euch bereit dafür, wir werden euch die schicken und die werden schick sein, modern, neu, klug. Da wurde jetzt gesagt, das sei ja eigentlich der Jargon einer Straßengang. Wie unberechenbar ist eigentlich, oder wie berechenbar, je nachdem, wie man es sieht, ist eigentlich dieser Präsident, der ja eine Menge Schaden anrichten kann. Ist das eine Loose Cannon, also eine rollende Kanonenkugel, die keiner im Griff hat, oder ist er doch ein bellender Hund? Also bellender Hund, Loose Cannon, also die sind die geltenden Analysen, wenn man so will. Aber man kann durchaus dahinter sehen, auf Gedeih oder Verderb, eine bestimmte rhetorische Strategie bei dieser Administration. Im Vergleich zum Beispiel zu Nordkorea haben wir ähnliche Töne gehört, ähnliche Tweets gelesen in der Vergangenheit. Und jetzt sind wir so weit mit Nordkorea, wo möglicherweise Gespräche stattfinden werden. Also je nachdem, wie man Trump gerne deutet und es ist aus seiner Biografie nachvollziehbar, Art of the Deal, wenn man so will. Man zerschlägt eine Menge Porzellan, man konfrontiert, man schürt bewusst Unsicherheit in einer politischen Lage, um möglicherweise daraus politische Räume herauszuarbeiten, sei es für Diplomatie, sei es für Verhandlungen, was auch immer. Ist eine riskante Strategie, ist ihm vertraut
und ist nicht neu. Also da sahen wir zum Beispiel im Vietnamkrieg mit Richard Nixon und einem nationalen Sicherheitsberater aus Fort Deutschland, nämlich Henry Kissinger, hat bewusst gegenüber Nordvietnam Unsicherheit, eine Art Irrationalität bewusst eingespielt. Damals hatten die Medien noch eine etwas andere Stellung, da musste man auf die klassischen Medien zurückgreifen. Ja. Frau Dornblüt, Assad braucht Putin, sonst gäbe es Assad gar nicht mehr. Wie lange braucht eigentlich Putin noch Assad oder wird er irgendwann mal ein Klotz am Bein? Ja, also ich habe in meiner Zeit als Korrespondentin eigentlich die ganze Zeit eine Konstante gesehen, die bestand darin, dass Putin komplett hinter Assad gestanden hat und ich sehe auch jetzt eigentlich kein Abrücken. Assad, es ist die Frage, inwieweit er von Putin oder von Russland kontrolliert wird. Er hat ein paar Mal sich einige Dinge geleistet, die in Russland, in Moskau nicht für große Zustimmung gesorgt haben, aber dennoch blieb Russland weiterhin an der Seite Assads und hinter ihm. Und ich denke, das ist auch tatsächlich eine Konstante, die noch weiter bleiben wird. Meyer, wenn man auf diesen Gesamtkonflikt mal sieht, seit 1948 gibt es mit Unterbrechungen Krieg im Nahen Osten. Eines haben diese Konflikte im Nahen Osten eigentlich alle gemeinsam. Sie waren nie mit militärischen Mitteln zu lösen. Das war nur eine vorübergehende Lösung. Sie hat nur vorübergehend Vorteile erbracht. Wieso leuchtet das den Beteiligten so wenig ein, dass das keine Lösung des Nahostkonflikts ist? Nun, es leuchtet vor allem den USA nicht ein. Wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, ist das, was wir gegenwärtig erleben, im Endeffekt das Ergebnis dessen, was 9-11-Terroranschläge in New York und Washington, der Krieg gegen den Terror, den damals George W. Bush ausgerufen hat. Aber Krieg gegen den Terror bedeutete vor allem Regime-Change. Der Oberkommandierende der NATO hat 10 Tage nach 9-11 davon berichtet, dass die zukünftige Strategie der USA so aussieht, innerhalb der nächsten 5 Jahre 7 muslimische Länder, die nicht unbedingt im Sinne der USA agieren, abzusetzen. Angefangen vom Irak, Syrien, Iran, Libyen, Somalia. Genau, Libanon gehörte damals auch noch mit dazu. Genau diese Strategie ist verfolgt worden. Das heißt, ab 2003 dann die völkerrechtswidrige Invasion im Irak und vor dem Hintergrund 9-11 der Sturz in Libyen, klarer Auftrag in der UN. Es darf nur die Zivilbevölkerung geschützt werden. Und was hat die Allianz gemacht unter der massiven Führung der USA? Systematisch das Land zerbombt und einen Regimewechsel hervorgeführt. Also man muss eigentlich sagen, es haben auch noch andere Kräfte im Nahen Osten natürlich Interesse an der Anwendung von Gewalt in all diesen Jahren gehabt. Es gab ja auch diesen Konflikt schon vor 2001. Eigentlich wollte Donald Trump ja ganz aus Syrien abziehen. Das hat er, glaube ich, im Wahlkampf auch schon gesagt. Das sei ja gar kein guter Deal, dieser Konflikt in Syrien. Jedenfalls die Beteiligung der USA an diesem Konflikt. Da würden Milliarden von Dollar verbrannt werden. Sollen sich doch die Europäer drum kümmern. Jetzt kommt er trotzdem mit dieser Drohung wieder. Er möchte wieder Konfliktpartei werden. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Erst zu sagen, eigentlich wollen wir da rausgehen, das interessiert uns gar nicht mehr. Und plötzlich heizt er den Konflikt wieder an. Naja, das Erste ist das Ergebnis einer Analyse der Lage. Wie stellt sich die Lage in Syrien, aber auch darüber hinaus? Wir müssen den Irak hier mit einbeziehen. Wie stellt sich die Lage für die Vereinigten Staaten da, und die ist nicht rosig. Denn Russland hat Einfluss genommen in dieser Region, Russland ist dort präsent und Russland wird auch sozusagen das politische Endgame bestimmen. Das hat ja Putin im Übrigen schon Ende September 2015 exakt erklärt. Er hat gesagt, wir machen zunächst mal, bekämpfen wir den IS, die Terrorgruppen, dann gibt es eine Übergangsregierung und dann gab es diesen Streit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Gehört Assad dann zur Übergangsregierung, ja oder nein? Dann gibt es eine verfassungsgebende Versammlung, dann gibt es freie Wahlen. Das ist die Strategie, die Russland verfolgt, und das russische Eingreifen hat eben tatsächlich dazu geführt, dass der IS immer weiter an die Wand gedrängt wurde. Nicht die Vereinigten Staaten haben das erreicht, wie
Trump in seinem Twitter sagt, sondern das war das Eingreifen insbesondere Russlands. Und damit ist der Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Region immer weiter zurückgegangen. Insofern war diese Reaktion zu sagen, nun, wir haben ja mitgeholfen, da aufzuräumen, aber den Rest der Aufräumarbeiten, insbesondere das, was jetzt in den Wiederaufbau an finanziellen Mitteln gesteckt wird, das sollen gefälligst die anderen tun. Also da sind die Europäer gemeint. Und nur noch ein Satz dazu. Insofern, das ist die eigentliche Strategie gewesen, wenn man noch von Strategie sprechen will. Und dieses Ereignis fällt völlig aus dieser Strategie heraus, weil es Trump die Gelegenheit gibt, zu beweisen, wir sind nach wie vor einflussreich in diesem Spiel der Kräfte. Sie sagen, die Lage der USA in Syrien ist nicht rosig, man könnte auch sagen, sie ist trostlos. Ja. Gibt es da keinen, der Trump irgendwie klar macht, du bist da auf verlorenem Posten, du kämpfst an einem Krieg, den die USA längst verloren haben? Je nachdem, wie man verloren definiert natürlich. Also nehmen wir die Kurden zum Beispiel in Nordsyrien. Also da haben die Amerikaner natürlich noch großen Einfluss, die Russen deutlich weniger. Und wir sehen, dass die kurdische Frage eine ganz große Frage für die Region ist natürlich. Und wie Trump abziehen und vergessen definiert, ist natürlich die springende Frage. Nicht also die Behauptung sozusagen. Obama hat, was Irak betrifft, gesagt, wir sind abgezogen und fertig damit. Und bleibt nur einige hundert, wenn nicht einige tausend Berater hinter, also in Irak sozusagen. Und das könnte durchaus die Definition von, wir sind abgezogen in Syrien sein, im Sinne von, ich denke genau, besonnene Köpfe wie Mattis und John Kelly als Stabschef argumentieren durchaus. Wir haben die Iraner auf einer Seite, wir haben Türkei auf der anderen, wir haben die Russen, was sie auch immer machen, da sind wir wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Wir brauchen hier, was die Kurden betrifft, eine Präsenz, um mitzumachen. Ob alles verlorene Posten ist, ich sehe das ein bisschen anders. Und natürlich haben wir überhaupt nicht Israel angesprochen und ihre Einsätze. Kommt dazu. Aber ich will damit sagen, die Amerikaner sehen das als zentrale Interesse natürlich und wie sie da in der Region agieren. Und Sprechpunkt natürlich Syrien. Ist denn Russland bereit, da alles mitzumachen, alles zu akzeptieren, um wieder auf Augenhöhe mit den USA zu kommen, quasi ein Global Player auch im Militärischen wieder zu werden, wie das die USA lange Zeit alleine waren? Auch um den Preis, ein solches Terrorregime wie das von Bashar al-Assad zu schützen und zu decken? Das macht ja Russland eigentlich schon. Und Russland ist ja eigentlich auch bereits, zumindest in Syrien, absolut auf Augenhöhe, wenn nicht sogar vorne, wie das Herr Kujat vorhin auch gesagt hat eben. Wobei übrigens ich mit Ihnen nicht übereinstimme, beziehungsweise Sie haben es ein bisschen verkürzt, die Strategie Russlands. Es bestand schon aus Kreml-Darstellung darin, den IS zu bekämpfen, aber Russland hat ja durchaus auch Assad darin unterstützt, alle zu bekämpfen, die Assad als Terroristen bezeichnet, und das ist nicht nur der IS. Zu Russland kurz zurück, auf Augenhöhe zu sein. Ich glaube, das war das Hauptmotiv überhaupt für Russland, sich militärisch in Syrien zu engagieren. Außer weiteren Aspekten wie sich in Syrien in der Region festzusetzen, die militärische Präsenz auszubauen, die eigenen Waffen zu präsentieren, sehr erfolgreich. Russland rüstet ja auf und modernisiert seine Armee und seine Streitkräfte. Und Russland hat sein Ziel insoweit, das muss man einfach anerkennen, erreicht, ist auf Augenhöhe und wird, wie ich schon sagte, von der Unterstützung Assads sicher nicht abrücken. Das wird auch in Zukunft so bleiben? Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, dann hat Assad den Stellvertreterkrieg gewonnen mit Unterstützung von Russland, mit Unterstützung des Iran. Und der Weg für die USA ist praktisch abgefahren. Das heißt, die USA ist sich darüber im Klaren, wir haben hier im Endeffekt nichts mehr verloren. Wir wollen aber trotzdem noch einen Einfluss nehmen. Und hier, um nochmal auf Ihre Strategie zu sprechen zu kommen, am 10. Januar diesen Jahres fand in Washington in der britischen Botschaft eine Sitzung statt, wo von Seiten der USA den Franzosen, den Engländern, den Jordaniern und Saudi-Arabien mitgeteilt wurde, wie die eigentliche Strategie aussieht. Und erstaunlich ist, da gab es eine klare Strategie und die sah so aus, dass die gesamte östliche Hälfte Syriens
abgetrennt wird. Im Norden haben wir ohnehin schon den kurdischen Bereich. Eine Woche später kam dann die Ankündigung von Tillerson, wir bilden 30.000 Soldaten aus, die den gegenwärtigen Grenzbereich, der kontrolliert wird von den syrischen demokratischen Kräften mit Unterstützung der USA, de facto ein Kurdenstaat im Nordosten. Und im übrigen Bereich, da haben die Amerikaner sich mittlerweile festgesetzt in Atamf. Das heißt, auf syrischem Gebiet, muss ich das vorstellen, eine amerikanische Base auf syrischem Gebiet, angrenzend an die jordanische Grenze, dass der Nachschub funktioniert und dass vor allem von dort Dschihadisten rübergebracht werden, die dann von den US-Ausbildern zum Kampf gegen Assad einerseits und um die gesamte östliche Grenze Syriens zu kontrollieren. Und das ist genau der Punkt, der gültig war bis letzte Woche Donnerstag, bis Trump mit seiner Erklärung kam, wir ziehen soon, very soon, bald, sehr bald ab. Und das hat quasi die gesamte Konzeption auf den Kopf gestellt. Gut, es war ja verwirrend, was er damals gesagt hat, was er jetzt gesagt hat. Jeden Tag wird sozusagen auch oft das Gegenteil von dem behauptet, was vorher gesagt worden ist. Der Anlass ist ja die Giftgasattacke. Wir wissen nicht genau, hat die stattgefunden, wo hat sie stattgefunden, auch wer es war. Welche Informationen hat man eigentlich überhaupt über diese Attacke auf die Stadt Duma in der Nähe von Damaskus? Nun, es gibt ja Meldungen, dass es Belege gäbe. Die Vereinigten Staaten sagen das, Frankreich sagt das jetzt. Macron sagt sogar, es gäbe Beweise dafür. Nun, die Beweise sind aber der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Und dann sagt man immer, naja, das sind Geheimdienstinformationen, die dürfen wir natürlich nicht preisgeben, um unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Nein, was mich stört an der Handhabung dieses Vorfalls, ist, wenn wir beide heute uns entscheiden würden, nach Damaskus zu fliegen, dann wären wir morgen früh da. Und die Inspektoren, die diese Kontrolle durchführen müssen, die für die Durchführung des C-Waffenabkommens verantwortlich sind, beginnen ihre Arbeit eine Woche nach dem Ereignis. Warum ist das eigentlich möglicherweise so? Schon gar nicht mehr nachweisbar ist. Jedenfalls, es ist ja wahrscheinlich nicht mal Giftgas, jedenfalls das, was wir hören, was unter die Regelung des C-Waffenabkommens fällt, sondern es handelt sich um Chlorgas. Und Chlorgas ist relativ flüchtig. Also, warum ist das eigentlich so? Es scheint, also damit wäre es doch möglich, wenn man relativ schnell reagiert, sehr schnell die Inspektoren, die ja über große Erfahrung verfügen, hinschickt, dann kann man auch sehr schnell Belege finden. Jedenfalls nachvollziehen, was sich ereignet hat. Jetzt wird man wahrscheinlich nur noch anhand der Verletzten einen medizinischen Nachweis führen können. Und dann muss man sehen. Aber damit ist ja auch noch nicht klar, wer wirklich dieses Chlorgas eingesetzt hat. Denn diese Inspektoren haben nicht die Aufgabe festzustellen, wer das eingesetzt hat, sondern nur was eingesetzt hat. Es gab ja auch sehr unterschiedliche oder verwirrende Signale aus Moskau. Einmal wurde glatt in Abrede gestellt, dass überhaupt Giftgas eingesetzt worden ist. Dann hieß es, dass auch Herr Putin unwiderlegbare Beweise hätte, dass das inszeniert wäre von syrischen Rebellengruppen. Sind auch Desinformationskampagnen von allen Seiten. Lässt sich da wirklich etwas finden? Lässt sich da Licht ins Dunkel bringen? Was meinen Sie? Naja, das ist schwierig. Und was Sie erwähnen, das kennen wir ja schon von Russland. Das war ja vor einem Jahr genauso. Da hat nach dem Sarin-Angriff hat Lavrov, glaube ich, war es anfangs gesagt, nein, es gab gar keinen Angriff. Und dann hat er gesagt, es war die Al-Nusra, die hinter dem Angriff steckte. Und ähnlich ist es ja jetzt auch, dass erst gesagt wird, es gab gar keinen Angriff. Und dann heißt es, oh, die USA sollten besser nicht angreifen, dann könnten sie die Beweise zerstören. Also das ist einfach alles voller Widersprüche. Und das macht auch die Glaubwürdigkeit Russlands eben so schwierig, also macht Russlands Argumentation unglaubwürdig. Wenn
Russland überzeugt davon ist, dass Assad unschuldig ist, dass die Regierung nicht beteiligt ist, warum behindert dann Russland die Entsendung, die sofortige Entsendung von Experten? Jetzt waren ja angeblich russische Soldaten vor Ort und haben da auch Interviews gemacht in diesem Krankenhaus und haben berichtet, es habe keine Patienten mit Hinweisen auf entsprechende Verletzungen durch Chlorgas oder anderes Giftgas gegeben. Wir wollen ja hinterfragen, warum. Aber hier müssen wir einen ganz kleinen Unterschied machen. Dass ein solcher Fall eintreten würde, das haben die Russen lange vorher gesagt. Sie haben vor 10 Tagen, vor 2 Wochen bereits gesagt, wir haben Informationen darüber. Putin hat gesagt, er hat unwiderlegbare Beweise, dass genau das der Zusammenhang, dass das kommen wird. Dass das kommen wird. Ganz genau. Das ist also, insofern ist die Situation etwas anders. Als bei dem Sarin-Angriff. Da können wir auch eine Art self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Naja, gut, aber das ist ein Risiko, das wird, glaube ich, ein russischer Präsident nicht eingehen, dass man ihm nachweist, du hast hier spekuliert. Nein, das hängt einfach mit einem ganz anderen Umstand zusammen. Denn dieses Ereignis hat ja stattgefunden letzte Woche zu einem Zeitpunkt, als die Terrorgruppen in Duma mit dem Rücken zur Wand standen. Und wir haben ja gesehen, die Masse ist bereits abgezogen. Es war ja nur noch eine Frage von Tagen oder Stunden. Dann wäre das Problem aus Sicht Assads erledigt gewesen. Also muss man sich schon fragen, welche Motive hat Assad in der Schlussphase vor seinem Sieg dann noch nicht gegen die Terroristen, sondern gegen die eigene Bevölkerung. Ja, aber das ist ein Indiz, das sozusagen auf Logik aufbaut. Aber man hat ja, glaube ich, gelernt, dass im Nahen Osten vieles mit Logik nicht zu erklären ist. Sorry, vehementer Protest. auch die Fragestellung, wie Sie es eben gemacht haben. Es gibt sehr wohl klare Logik. Nicht anders als sonst so. Stellen Sie sich die einfache Frage, wir haben es offensichtlich, wenn überhaupt ein solcher Angriff stattgefunden hat, wir haben es mit einem Kriegsverbrechen zu tun. Und die Frage ist bei jedem Verbrechen cui bono, wem nützt es? Yeah. Es nützt mit Sicherheit. Das ist ja am Kriegsverbrechen auch Assad sehr genützt. Also deswegen es hat Assad überhaupt nichts genutzt. Es kann Assad nicht nützen. Ich rede von früheren Kriegsverbrechen in Syrien, die gab es ja, die auch Assad verübt hat. Vielleicht können wir später noch mal drauf hinkommen. Ich behaupte und kann das auch nachdrücklich belegen, dass alle die Chemiewaffeneinsätze, die wir in Syrien erlebt haben, unter falscher Flagge durchgeführt worden sind von den Assad-Gegnern mit der Zielsetzung, nachdem Obama 2012 zum ersten Mal die rote Linie gezogen hat. Wie können Sie das belegen? Ich kann Ihnen Fall für Fall im Einzelnen aufzeigen. Aber vielleicht bleiben wir zunächst mal bei der aktuellen Situation, mit der wir eben angefangen haben. Das Gebiet von Ostruta ist weitgehend geräumt. Selbst in dem letzten Bereich um Duma, selbst dort sind die ersten dschihadistischen Terroristen bereits abgezogen. Ja. Das heißt, man steht unmittelbar vor dem Abschluss. In einer solchen Situation gibt es nicht die geringste Logik, weshalb man jetzt Chemiewaffen einsetzen soll. Noch dazu gegen die eigene Bevölkerung. Aber was mich jetzt etwas wundert, ist, dass Sie sagen, alle diese Giftgaseinsätze in Syrien, die gingen nicht von Assad aus. Da müsste er ja dann 2013 zugegeben haben, was er ja getan hat. Deswegen wurden ja die Chemiewaffen ja auch eingesammelt und sollten vernichtet werden. Das war guter. Ja, aber Sie haben ja gesagt, alle. Also deswegen, wird ja behauptet, jeder hätte unwiderlegbare Beweise. Hat heute Herr Macron gesagt, das sagen die Amerikaner, das sagen die jetzt sagen die Russen, das sagen andere auch. Das kann ich glauben oder nicht glauben, weil... Dann erlauben Sie mir zu argumentieren. Ja, bitte, wenn es also vielleicht, aber so, dass wir die Diskussion auch mit anderen hier noch weiterführen können. Gerne. Also, Obama hat im August 2012 seine rote Linie gezogen. Und sofort ging es überall bei den Assad-Gegnern los. Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen nur unter falscher Flagge einen Giftgasangriff durchführen. Dann wird schon dafür gesorgt, Obama steht im Wort, er muss eingreifen. Der erste Angriff, Khan al-Assal, das war im März 2013. Ein Angriff... 26 Tote, davon waren 16 syrische Soldaten. Man muss sich diesen Unsinn vorstellen. Das erste Mal, wo Giftgas eingesetzt wird, sind es dann 16 syrische Soldaten, die dem zum Opfer fallen. Das stimmt. Es war Carla Del Ponte, die Den Haag ganz wichtige Position hat. Sie hat klipp und klar gesagt... Anklägerin beim Internationalen Menschengerichtshof. Genau. Wir haben klare Belege dafür, dass hier Giftgas eingesetzt worden ist. Aber nicht
von Assad, sondern von seinen Gegnern. Ihr wurde sofort das Wort verboten, jegliche weitere Stellungnahme, denn die Kommission hatte nur das Ziel festzustellen, ob überhaupt Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Gut, müssen wir dann in Washington oder muss Washington neu umdenken, dass bisher, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, quasi Assad Kriegsverbrechen in die Schuhe geschoben worden sind, die er gar nicht begangen hat. Das weiß doch Washington. Ja, also ich denke, wir müssen vorsichtig sein mit dem Schluss irgendwie Desinformation von allen Seiten. Ne? Das ist natürlich ein Hauptziel von Moskau, alles zu verunsichern und dadurch eine Art Flexibilität und Bewegungsraum in der Interpretation hinein zu forcieren, ganz besonders im Westen oder in der internationalen Gemeinschaft. Diese Informationen kommen nicht aus Moskau, sondern aus Amerika. Sie haben ihre Chance gehabt. Nur eine Sekunde bitte. Und zu sagen, ich kann alles widerlegen mit Informationen, ich stimme Ihnen zu, also das ist mir neu. Ich denke, das wäre auch neu für die internationale Gemeinschaft, wo man wirklich schwarz auf weiß vorzeigen kann, dass Assad irgendwie nicht involviert war. Man versucht in dieser Lage, ich denke, es ist sehr wichtig, und was diese jüngsten Angriff betrifft und warum sind die Leute nicht vor Ort, das ist so eine Komplottspekulation. Wir müssen wirklich vorsichtig davor sein. Das ist genau wie Moskau operiert in diesem Sinne. Solche Sachen kommen nicht aus Paris oder London oder Washington D.C. Warum sind Sie nicht sehr gute, es gibt sehr gute Organisationen, die sehr gerne vor Ort bereit sein. Aber das Sie wissen, warum Propaganda, das nicht passiert. Was Sie jetzt machen. Sehr gut, also das lässt sich, also Propaganda und Wahrheit auseinanderzuhalten, das wird uns stark. Heute auch, glaube ich, nicht Sie so wissen ganz genau, warum Gruppen nicht am nächsten nicht. Tag nicht vor Ort sind. Ne? Doch, weil es hochgefährlich ist. Weil es gefährlich ist. Das ist lächerlich, der Angriff hat nicht stattgefunden. Und wenn, er war inszeniert von den Assad-Gegnern. Es also, war Russland, ja, hat als erstes Herr gefordert. Wir brauchen diese Argumentation Gruppen, die hier die Untersuchung durchführen. Das ist der Job der Inspektoren, diese Dinge aufzuklären. Wenn es dann heißt, es ist zu gefährlich, dorthin zu gehen, dann sollen sie sich einen anderen Job suchen. Gut, also am Samstag werden die Inspektoren da sein. Wir werden sehen, was sie da finden. Es gibt, Sie sind ja nicht der Einzige, der sagt, es hätte gar nicht stattgefunden. Das kam ja auch aus dem russischen Militär. Und kurz danach hieß es, es sei dann inszeniert gewesen. Also ob inszeniert oder nicht inszeniert, also entweder hat er stattgefunden oder er hat nicht stattgefunden. Aber das wissen wir auch nicht genau. Wir wissen eigentlich zu wenig, um da abschließende Urteile zu fällen. Und Beweise, wie gesagt, kann man glauben. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass dieser Angriff nicht vom Regime durchgeführt worden ist, sondern dass es nicht den geringsten Grund gibt. Ja, ich habe es verstanden, aus logischen Gründen ist es, Sie argumentieren mit Logik. Macht überhaupt keinen Sinn, man kann sich nur dadurch schaden. Wenn wir jetzt dieses Problem, diese Diskussion haben, die haben wir ja schon häufiger gehabt, im Zusammenhang mit Syrien, wer hat welches Verbrechen begangen, was ist dort genau passiert, wer sind die Verursacher. Dieses Spiel wird ja im Westen genauso getrieben wie in Russland, Good Guy, Bad Guy, jeweils mit den umgekehrten Personen dann, in den umgekehrten Rollen. Eine Lösung lässt sich damit eigentlich nicht erwarten für Syrien. Ist das überhaupt, hat eigentlich niemand Interesse an einer Lösung des Syrien-Konfliktes? Es gibt ja unterschiedliche Lösungen. Also jeder hat Interesse an einer Lösung, aber die Lösungen sind je nachdem, wie man sie definiert. Also Russland hat Interesse an einer Lösung, die Assad im Amt lässt und die Russland großen Einfluss vor Ort belässt. Aber eine Lösung, die eben für weite Teile der internationalen Gemeinschaft heißen würde, Assad muss weg, es braucht eine Reform. Sind ja viele im Westen auch wieder davon abgerückt, die wir gesagt haben, erst hieß es ja, mit dem wird nicht verhandelt, erst wenn der weg ist, jetzt ist er doch in vielen westlichen Szenarien als Verhandlungspartner zumindest geduldet. Das ist richtig. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass niemand eine wirkliche Strategie hat für Syrien. Die Europäer haben keine, die Amerikaner haben keine, darüber haben wir gesprochen. Aber die Russen haben eine ganz klare und damit setzen sie sich auch durch. Richtig, darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Niemand weiß so richtig, wie eine Konsenslösung aussehen könnte, die sowohl die Interessen der Russen, die eben führend und vorneweg sind zurzeit, als auch die Interessen der übrigen Player befriedigen könnte, aussehen könnte. Es gibt diese Drohung von Trump gestern zu sagen, wir schicken euch Raketen. Wird er die wahrmachen? Und also er hat es schon mal wie wird das aussehen? Ja.
Also mit Flugmarschkörpern, wie wir erlebt haben, also diese neue Generation, was hier offensichtlich anspielt mit der Technik und die Fähigkeiten russischer Abwehrsysteme zu umgehen, das weiß ich nicht. Ich lese das so mit Aussagen aus London und Paris in den letzten Stunden und in den letzten 24 Stunden. Möglicherweise entsteht möglicherweise eine Strategie aus dem Westen. Und von daher kann man auch vielleicht Kanzler Merkels Aussage heute ablesen, im Sinne von Vorpreschen sozusagen, um auszuschließen. Nämlich, die USA übernimmt bestimmte Ziele. Die Franzosen, wie wir wissen, bei Obama waren bereit, auch anzugreifen, waren sehr enttäuscht, als er einen Rückzieher zog. Und möglicherweise sehen wir es auch im Kontext von Vergiftung von Leuten auf britischem Boden. Die Briten wollen ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Und in diesem Sinne, Frankreich, Großbritannien. Wir reden auch vom Fall Skripal, wo ja auch eigentlich viele Behauptungen unterwegs sind, genau. Aber Beweise auch nicht vorgelegt worden sind. Nicht konkret, schwarz auf weiß, das ja. haben Sie recht. Es würde mich nicht überraschen, sagen wir so, in den nächsten Tagen, wo wir durchaus einen militärischen Anschlag erleben würden, wo die Briten, die Franzosen, die Amerikaner koordiniert bestimmte Ziele erreichen. Vor einem Jahr gab es ja einen Fall, dass nach einem Angriff, nach einem vermeintlichen Giftgasangriff, die Amerikaner dann einen Militärstützpunkt angegriffen haben, von wo aus dieser Angriff gelaufen sein soll. Da wurde vorher aber Syrien und Russland informiert, deswegen waren die Schäden auch nicht so groß. Ist das so ein Szenario, mit dem sich Donald Trump da gut aus der Affäre ziehen könnte? Das weiß ich nicht, aber die Schäden waren vor allen Dingen deshalb nicht so groß, weil dort 59 Marschflugkörper Tomahawk eingesetzt wurden. Und nachdem die ersten eingeschlagen waren, sind solche Staubwolken entstanden, dass die anderen desorientiert waren, die nachfolgenden. Ich vermute deshalb auch, dass man in diesem Fall mehrere Ziele nehmen wird, einfach um diesen Effekt zu verhindern, aber auch um das Ganze natürlich etwas dramatischer zu machen. Also in dem Falle bei dem Angriff auf den syrischen Stützpunkt Shehad war die Situation die Warnung war rechtzeitig genug von den Amerikanern rausgegangen. Es waren sämtliche fliegbaren Flugzeuge waren abgezogen. Es gab noch zwei, die reparaturanfällig waren, dass sie nicht mehr fliegen konnten. Die sind damit zerstört worden. Ja. Aber ansonsten, abgesehen von den Einschlägen der Raketen, das war innerhalb weniger Tage erledigt. Wie werden denn dieses Mal die Russen reagieren? Die Situation ist diesmal anders. Und das können Sie aus dem Tweet Donald Trumps lesen. Beim letzten Mal war es eindeutig, die Russen sind gewarnt worden und es wurde klar gemacht, es geht ausschließlich gegen Assad, die Infrastruktur Assad. In diesem Fall spricht er die Russen direkt an. Ja? Und das hat natürlich Gründe. Die Gründe liegen darin, dass Russland nicht ständig diese Eingriffe von außen akzeptieren kann und irgendwann einmal reagieren müsste in irgendeiner Form. Deshalb ist das. Insofern ist die Situation heute wesentlich schwieriger. Wir sind jetzt wirklich in der Situation, dass wir nur darauf vertrauen und hoffen können, dass die Russen sich zurückhalten, dass sie moderat reagieren oder gar nicht reagieren. Dass sie zum Beispiel nicht versuchen, diese Marschflugkörper abzuschießen, was sie könnten. Nicht alle, aber ein Großteil könnten sie. Überhaupt kein Problem, die Marschflugkörper abzuschießen. Das Entscheidende ist, die neue Wunderwaffe mit der hyperschnellen Rakete, die von den Russen entwickelt worden ist, die mit Radar nicht zu erfassen ist, damit, und das war unter anderem eine der Drohungen, die Möglichkeit, die Abschussorte, amerikanische Zerstörer im Mittelmeer dann zu treffen. Sie waren lange Offizier gewesen. Sie haben sich mit solchen Szenarien, wie entwickelt sich militärische Konflikte, befasst. Können Sie uns dann das kurz skizzieren? Kommt es zu einem Angriff mit amerikanischen Raketen, die Russen schlagen zurück? Also wenn jetzt russische Militäreinrichtungen in Syrien getroffen werden oder amerikanische Kriegsschiffe im Mittelmeer, dann ist das ja kein Scharmützel mehr. Nein. Sondern das ist ja massiver Einsatz von militärischer Gewalt. Richtig. Sie haben das auch verglichen, glaube ich, mit der Situation vor dem Ersten Weltkrieg, wo das so eine Art Selbstläufer war, eine Kettenreaktion, die niemand mehr beherrscht hat. Was passiert da genau oder was könnte da passieren aus Sicht eines Offiziers? Das ist genau meine Sorge, dass wir hier in eine Situation hineingeraten, in die niemand
die niemand will, die will weder die Russen noch die Amerikaner noch sonst irgendjemand, dass aber aufgrund der Ereignisse und der Verzahnung der Ereignisse Aktion, Reaktion, wir immer weiter hineinschlittern. Das heißt, wenn Russland auf diesen Angriff reagiert, und das könnte Russland ja, wir müssen, glaube ich, präzise sein, es ist ein völkerrechtswidriger Angriff gegen einen souveränen Staat. Dieser Staat Syrien hat das Recht, nach Artikel 51 der UN-Charta sich zu verteidigen. Und Russland als enger Verbündeter kann an dieser Verteidigung teilnehmen. Das heißt, die russische Reaktion wäre mit der Charta der Vereinten Nationen durchaus vereinbar. Die Frage ist, sind die Russen bereit, dieses Eskalationsrisiko einzugehen? Oder sind sie so vernünftig, dass sie sagen, und ich nehme diesen Begriff Vernunft, weil ihn auch Putin gebraucht hat in seiner Rede, sind sie so vernünftig, nicht militärisch zu reagieren, sondern einen Weg zu suchen, einen politischen Weg zu suchen, der zu einem Ausgleich führt? Das ist die entscheidende Frage. Würden sie militärisch reagieren, dann sind wir natürlich in der Situation, dass hier zwei Großmächte, zwei nuklearstrategische Supermächte mit den entsprechenden Allianzen im Hintergrund, in diesem Fall die NATO, in einen Konflikt geraten. Das heißt, auch unsere eigene Sicherheit wäre davon betroffen. Erinnert das auch ein bisschen an die Kuba-Krise? Entschuldige. Ja, bitte. Ich glaube, wir müssen noch mal zu dem Punkt zurück, zu Ihrer Frage auch, wie wird Russland reagieren, werden sie eskalieren oder nicht? Und es wurde ja eben kurz erwähnt, ganz wesentlich hängt es davon ab, ob die US-Luftschläge oder auch weitergefassten Luftschläge russische Soldaten gefährden würden und russische Infrastruktur. Das ist ja von russischer Seite auch angesprochen worden. Es gab dieses unglückliche Interview eben des russischen Botschafters im Libanon, war es, glaube ich, von dem ich mir auch nicht richtig erklären kann, wie der eigentlich dazu kommt, diese Aussage zu machen, der eben, worauf Sie auch eben Bezug nahmen, gesagt hat, na, wir werden, dann sollen die mal kommen, wir werden nicht nur die Raketen abschießen, sondern eben auch die Schiffe oder andere Orte. Das hat Gerasimov auch gesagt. Das hat Gerasimov auch schon mal gesagt, genau. Aber Gerasimov hat hinzugefügt, anders als der Botschafter, wenn russische Soldaten betroffen sind. So, und das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Ich bin ganz optimistisch heute, weil die Russen erstens relativ nüchtern reagieren. Es gab heute keine Kriegsrhetorik aus Moskau, wie wir sie bei anderen Anlässen gehört haben. Russland hat seine Kriegsschiffe aus dem Hafen in Tartus auf das Meer hinausgeschickt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Richtig, genau. Und das hat auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses gesagt. Das ist eine ganz normale Sache. Das ist Routine. Das ist jetzt nichts Großes. Das heißt, wir haben wirklich das Bemühen von Russland, erstmal die Sache auf niedrigem Level zu halten. Das ist sehr schön. Also so als Reaktion auch auf den überspannten Trump. Richtig. Ja. Und das ist ja auch international, bringt das Putin ja auch Pluspunkte ein auf diplomatischer Ebene. Der kann sich jetzt eben, ist berechtigterweise zurzeit derjenige, der den kühlen Kopf bewahrt. Darf ich noch einen Gedanken anführen, Herr Garrett? War das ein riesen strategischer Fehler von Obama, sich durch Nichtstun aus Syrien rausdrängen zu lassen, sodass es jetzt so aussieht? Herr Kujat hat es ja gerade gesagt, dass die USA als Aggressor von außen gelten, der ein souveränes Land angreift, während die Russen sozusagen legitim als Beschützer dieses Regimes, das ja des Mordes an der eigenen Bevölkerung dringend verdächtig ist, sozusagen völkerrechtlich in einer wesentlich komfortableren Situation ist als die Amerikaner. Ja, also zweierlei, also dazu, ich komme direkt dazu, der Vergleich mit Kuba, Sie wollen das ansprechen eigentlich, oder Sarajevo, der ganz große Unterschied ist natürlich, geschweige Sarajevo, Kuba hatten wir keine Leitung zu Moskau. Und das kam, der Red Line kam gerade nach der ukrainischen Mission. Das rote Telefon zwischen beiden, So ist es sozusagen direkt. Und Moskau und Washington D.C. sind sogar in diesen angespannt sein, ständig in Kommunikation. Das ist der ganz große Unterschied zu Sarajevo und zu Kuba sozusagen. Jim Mattis haben Sie angesprochen als Verteidigungsminister und so weiter und so fort. Ganz kühle Köpfe, sachliche Köpfe sind ständig in Kommunikation und wirklich versuchen, die Lage zu beruhigen, wenn man so will. Nun, zu Ihrer Frage. Strategischer Fehler von Obama. Genau. Ja. Das wird so gelesen in den USA, dass sogar diese rote Linie ja, rote Linie nein, hat sogar die Situation in der Ukraine zum Beispiel beeinflusst, wo Moskau den Schluss gezogen hat, große Rede aus Washington D.C., keine Taten, wenn man so will.
Und wie man Putins Benehmen in Syrien deutet, es gibt eine völlig andere Deutung. Das ist, er ist inzwischen von Assad eigentlich befangen. Er hat viel politisches Kapital in Syrien ausgegeben. Er muss sich da behaupten. Prestige ist auf der Linie. Und Assad weiß das ganz genau. Es ist klassisch. Die Amerikaner kennen das aus Vietnam zum Beispiel. Wenn man auf ein Pferd wirklich setzt, dann ist man von diesem Pferd auch gefangen, wenn man so will. Und eine andere Logik für diese Chemieangriffe kann durchaus sein, Assad möchte seinem Volk zeigen, ich kann das und Russland kann mich nicht bestrafen. Herr Professor Mayer, ganz kurz bei Grimms Märchen. Darf ich bitte eine Frage stellen? Sind wir alle, oder? Sind wir alle. Was Sie jetzt gesagt haben, es gibt ja, Russland hat ja wirklich sehr viel investiert, finanziell, wirtschaftlich, militärisch in Syrien. Es gibt ja unter Wirtschaftsfachleuten den Begriff Return on Invest, also ich will von meiner Investition was zurückkriegen. Hat sich da Russland so sehr verfangen, dass sie jetzt auch gar nicht mehr rauskämen aus der ganzen Geschichte, selbst wenn sie es wollten? Russland hat sich nicht verfangen. Seit den 70er Jahren, seitdem Hafez al-Assad an die Macht gekommen ist, haben wir im Rahmen des Ost-West-Gegensatzes, im Rahmen des Kalten Krieges eine klare Bündnisstruktur. Und diese engen politischen Verbindungen sind weiter fortgesetzt worden nach Ende des Kalten Krieges und sind auch übertragen worden auf Bashar al-Assad und gelten bis heute. Das heißt, wir hatten die Situation im Frühjahr 2015, als klar war, durch diese massiven Angriffe von außerhalb, durch die Unterstützung der Dschihadisten von den USA, Angriffe der Türkei, massive finanzielle Unterstützung aus Saudi-Arabien, massive Unterstützung aus Katar, mit Waffenlieferungen in ganz großem Stil, einschließlich massiver Waffentransfer aus den Arsenalen von Gaddafi aus Libyen nach Syrien rüber. Die Regierung war so geschwächt, dass in dieser Situation es klar war, wir werden den Herbst nicht überleben. Auch die syrischen Streitkräfte waren ziemlich am Ende. Die waren derartig geschwächt, dass dann... Wieso nennen Sie das Regierung, nicht Regime? Regime hat eine automatische negative Konnotation. Sprechen Sie von dem Regime Angela Merkel oder es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen der Regierung und zwischen Herrn Assad und Frau Merkel. Oder würden Sie sagen, das ist genau Nein, es gibt hier vor allem auch, bleiben wir in der arabischen Welt. Wir sprechen vom König in Saudi-Arabien, wir sprechen vom Präsidenten, da wird überall von Regierungen gesprochen. Aber Bashar al-Assad, Regime. Eine Frage nur, eine Verständnisfrage. Stellen Sie eine Abrede, dass Assad Menschenrechtsverletzungen... Nennen Sie mir ein Land in der gesamten arabischen Welt, zwischen der arabischen Halbinsel und Marokko, wo nicht permanent Menschenrechtsverletzungen durchgeführt werden. Gibt es keines, sage ich Ihnen auch. Aber, wird Bashar al-Assad... Die anderen werden ja auch als bezeichnet, aber etwa Saudi-Arabien, Freund des Westens, beziehungsweise Gaddafi schon, enger verbündete Wirtschaftliche Vernetzung, also zumindest gibt es eine ganze Reihe von Politikern, die Saudi-Arabien auch der Menschenrechtsverletzung bezichtigen, und das wird ja dort auch begangen. Eine Frage noch zu den Motiven von Donald Trump. Will er von innenpolitischen Misshelligkeiten ablenken? Interessanterweise, der Tweet gestern kam ja als bei seinem Anwalt Cohen eine Hausdurchsuchung gemacht wurde in Bezug auf seine Affäre mit Stormy Daniels. Das kann natürlich möglicherweise sein. Wir wissen, viele Präsidenten und Kanzler reisen ins Ausland, wenn es manchmal ein bisschen eng zu Hause wird. Das ist ein bisschen Ablenkung. Aber ich denke, das ist nicht die große Story hier eigentlich. Ich denke, es hat eher damit zu tun, er ist wirklich zum Teil auch gerissen, was die Strategie betrifft, genau wie die Obama-Administration. Einerseits, ja, hat Obama zurückgezogen, aber wenn Trump zugeschlagen hat letztes Jahr, hat das nicht massiven Kritik eingeführt, ganz im Gegenteil eigentlich. Ja? Der Westen oder sagen wir so, die internationale Gemeinschaft wollte irgendwie Stärke zeigen. Ob das wirksam war oder dahingestellt, natürlich. Das ist richtig, Sie haben recht. Aber das war der Punkt. Andererseits natürlich ist militärisch die Lage nicht zu lösen in Syrien. Das wissen auch die Amerikaner und Trump auch selber.
So ist militärisch gelöst. Wie bitte? Die Lage ist militärisch gelöst. Meinen Sie jetzt, was haben wir in Syrien? Ich weiß nicht, ob die Lage militärisch gelöst ist. Im Sinne, dass die USA verloren hat in Syrien. Nein, auch in dem Sinne, dass die syrischen Streitkräfte immer mehr die Oberhand gewinnen und bis auf eine, um die Gegend um Idlib, im Grunde das gesamte Land wieder unter Kontrolle haben, wenn wir mal die Kurdenregionen ausnehmen. Also das, insofern, die Lage hat sich seit Ende 2015 dramatisch verändert. Mhm, damals war, hätte ich der syrischen Armee vielleicht noch 6-8 Wochen gegeben, genau, dann wäre sie am Ende gewesen. Und das haben, nun muss man natürlich auch, wenn wir von Verhältnis Assad-Putin reden. Na, die Russen haben sehr klug gehandelt. Sie haben nämlich gesagt, wir setzen keine Bodentruppen ein. Die Amerikaner wollten auch keine Bodentruppen einsetzen. Die Bodentruppen sind ja da. Nämlich die syrischen Streitkräfte. Wir müssen sie nur, das auch, wir müssen sie nur in die Lage versetzen, ihr Land zu verteidigen. Darum ging es. Also Russland hat klug gehandelt. Die USA haben unklug gehandelt und das bringt jetzt Donald Trump in Zugzwang, dass er sich so weit aus dem Fenster hängt. Hat er sich zu weit aus dem Fenster gehängt? Russland hat zynisch gehandelt und Trump hat sich möglicherweise zu weit aus dem Fenster gehängt, tatsächlich. Er hat vor allen Dingen offensichtlich keine Strategie für Syrien und man kann, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, nur hoffen, dass das Ganze zu keiner Eskalation führt. Macron hat sich auch aus dem... Nicht einig. Gut, das werden wir jetzt nicht mehr weiter... Sondern er hat konsequent die Verbindungen, die Bündnistreue gehalten. Was Sie haben Ihre Gegenposition gesagt, ein Satz bitte noch, wir müssen zum Ende kommen. Das ist der springende Unterschied zwischen ein autoritäres Regime in Russland und ein demokratisches Regime, wenn wir so wollen, in den USA. Wähler können Politiker bestrafen in den USA. Das ist nicht mehr der Fall in Russland. Man kann anders fahren. Gut, wir werden diese Situation weiterhin genau beleuchten. Das ist nicht das erste und ganz bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. In all seiner Komplexität, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.